Hallo liebe YouTuber, liebe YouTubenetten, ich begrüße euch zu einem weiteren Haul-Video. Ich konnte es ja eigentlich schon mal wieder überhaupt nicht lassen und war einkaufen. Und wie es auch mal sein sollte, ich wollte gar nicht. Und ja, man ist in einem Laden drin, sieht was und kauft es dann doch wieder. Diesmal ist es ein ganz, ganz, ganz gemischter Haul, weil Sportsachen dabei sind, Ernährungssachen dabei sind, Haarsachen, Klamotten, Schuhe und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran, ansonsten dürft ihr oben auf das X klicken. Es ist leider Gottes ein bisschen laut, weil Schnellstraße und so, aber da müsst ihr jetzt durch. Wir fangen mal kurz mit Ernährungssachen an und zwar in Bezug auf Sport. Ich habe ein kleines sportliches Vorhaben, wovon ich euch natürlich auch im nächsten oder übernächsten oder im kommenden Video auf jeden Fall mal berichten werde. In diesem Rahmen habe ich mir Eiweiß gekauft. Das ist leider Gottes sehr laut. Und zwar ist das von Rossmann. Hat 8 Euro und gekostet, also irgendwas zwischen 8 und 9 Euro. Ist in der Sorte Frutti di Bosco, das heißt rote Früchte. Und der ist sehr, sehr, sehr lecker. Ich trinke den auch schon regelmäßig und zwar immer nach dem Training bzw. vorm Schlafengehen. Kommt immer drauf an. Ist schon wieder bis hierhin aufgebraucht, weil man da auch 3 Löffel für braucht. Es ist wirklich ein Eiweißshake, den ich empfehlen kann, weil der auch wirklich lecker ist. Es gibt Eiweißshake, die schmecken wie, also gar nicht. Den kann ich allerdings empfehlen. Wer sich gerne noch Eiweiß bestellen möchte und hundertprozentig sicher gehen will, dass diese Dinger schmecken, der sollte mal bitte googeln unter Multipower oder Incospor. Das sind 2 Eiweißlieferanten, also 2 Firmen, die Eiweiß vertreiben, die definitiv auch alle schmecken. Ist natürlich Geschmackssache, aber die schmecken wirklich, da lege ich meine Hand ins Feuer, zumindest schmecken sie mir. Dann achso, das war übrigens eine Aktion von Rossmann vor 2 Wochen, glaube ich. Da gab es 20% auf alle Leinberger Produkte. Und zwar ist das hier von Leinberger. Und wie gesagt, 20%, also hat er, glaube ich, irgendwas bei 6 oder 7 Euro gekostet. So, dann habe ich mir von der gleichen Firma noch einmal Schokonuss gekauft. Das ist jetzt aber so ein Nahrungsersatz. Eiweißgemisch quasi, ist auch mit L-Carnitin, also quasi ein Stoff, der den Fettabbau beschleunigen soll. Darüber streiten sich die Leute und sämtliche Wissenschaftler noch, aber es soll wohl helfen. Und zwar ist das, um mal gelegentlich eine Mahlzeit zu ersetzen. Man kann zwar auch alle und einige Mahlzeiten ersetzen, ich werde aber nur wenn eine ersetzen, aber wie gesagt, dazu gibt es noch ein besonderes Video, kostet normal 5,99 € und ist auch aufgrund dieser 20% Aktion reduziert worden auf einen Preis, den ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. Das ist die Sorte Schokonuss, probiert habe ich ihn noch nicht, werde ich aber bei Gelegenheit machen, allerdings erst in den Ferien, weil wer sportlich noch mal mehr Infos haben möchte oder an einem höchstwahrscheinlich durchgeführten Fitnessprogramm teilnehmen möchte, der sollte mich mal abonnieren. Wie gesagt, es gibt eine sportliche Aktion in den Ferien für alle zum Mitmachen und das nur so nebenbei. In diesem Rahmen, aber allerdings auch, weil ich welche brauchte, habe ich mir Sporthosen gekauft, ganz, ganz dringend. Und zwar erstmal hier diese Adidas-Hose. Es gibt auch nachher noch normale Klamotten, keine Sorge. Also, eine Adidas-Hose, eine Sporthose, so ein Dreiviertel enge. Die hat gekostet normalerweise 39 Euro, die war teurer, aber ich habe sie für 39 gekauft. Ich hatte nämlich noch einen Gutschein. Danke an meine Mitsportler für mein Weihnachtsgeschenk. Ich kriege dann nämlich immer Gutscheine von meinen Mädels. Und vielen Dank, ich habe mir eine Sporthose gekauft. Dann war ich bei H&M. Bei H&M habe ich mir auch eine Sporthose gekauft. Die ist ziemlich kurz. Sie verdeckt das Bein noch auf jeden Fall. Sie sieht auf jeden Fall aus, als wäre man immer nass geschwitzt. Das weiß ich noch nicht genau, ob mir das gefällt. Ja, die hat gekostet, glaube ich, 5 Euro. Ja, in der Größe 40. Also es klappt noch nicht überall mit der 38. Allerdings war ich gestern bei Taco und habe einen weißen Jeansrock angehabt am Arsch quasi.
in der Größe 38 und es hat gepasst und es sah auch gar nicht so schlecht aus, aber der Rock war mir zu lang. Also es war einfach nicht so meins. So, dann diese Sporthose, also ich werde die dann immer nur so für Ausdauereinheiten anziehen, die ist wirklich neon-orange. Nein, Quatsch, was ist es denn? Neon-gelb, so von hinten. Die ziehe ich nur für Ausdauer an und im Schwimmbad, wenn ich Kurs gebe, also quasi jetzt nicht auf öffentlichen Straße, weil die ist, da passt nur der Arsch rein und das liegt nicht an meiner Figur, die ist einfach so kurz. Und dann die gleiche nochmal in Neon Pink mit Neon Orange und Lila an der Seite. Eine davon hat komischerweise 7 gekostet und die andere 5. Warum und weshalb, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Dann für unsere Katzenliebhaber. Dieses wunderschöne Teil hier. Für 10 Cent runter reduziert, hätte ich fast gesagt, bei Teddy. Weil ich muss nämlich jetzt die nächsten Tage auf die Muschis von meinem Freund aufpassen. Und da wollen die auch beschäftigt werden. Also habe ich denen so ein Baumelding gekauft, damit die auch zwischendurch mal so ein bisschen den machen können. So. Da ich ja jetzt momentan haartechnisch auf einem Rottrip bin, wollte ich euch nochmal eben meine neue Haarfarbe zeigen. Und zwar benutze ich von Brillanz von Schwarzkopf. Diese Farbe, die sieht jetzt leider Gottes in der Kamera total braun aus, ist aber wirklich ein richtig perverses Rot. Und zwar die Farbe T872, also Intensivrot, Rouge Intense. Damit habe ich mir auch vor kurzem die Haare getönt. Das ist übrigens nur eine 1, also quasi 6 bis 8 Wischen. Ich bin wirklich sehr, sehr rothaarig. Allerdings sieht man das in der Kamera leider nicht. Kurzer Kauftipp. Bei Kaufland und bei Müller gibt es die für 2,45. Und überall sonst, also Edeka hat noch die gleiche Farbe, da kosten die 2,75. Also wenn ihr das mal günstig irgendwo schießt, weil diese Farbe gibt es nicht überall. Gibt es nicht. Ich habe schon einiges probiert, aber gibt es nicht überall. So, den Knaller zeige ich euch erst zum Schluss. Da habe ich mir ein Fußkettchen gekauft. Und zwar war ich ja bei Rossmann und habe mir dieses wunderschöne Fußkettchen gekauft. Weil meine laufen immer an, weil ich die dann auch wirklich täglich trage. Das Blöde ist auch immer, wenn man dann Socken anhat, dann rutschen die in die Strümpfe und scheuern. Und ich muss mir eigentlich wirklich jedes Jahr ein neues kaufen. Hat gekostet jetzt 3,95. Habe ich, wie gesagt, von Rossmann aus dieser Accessoire-Abteilung. Da kennt ihr diese Six-Ständer und Flame und Schlag mich tot, alles. Ganz schlimm ist, wenn man bei diesem Wetter so ein T-Shirt anhat, weil man wird ständig angeflogen. So. Dann habe ich mir bei Taco für 1,99 ein geflochtenes Lederarmband gekauft. Das wird wahrscheinlich kein Leder sein, ich weiß es nicht genau, fasst sich aber so an. Hat hier so einen Druckknopf und ich wollte unbedingt mal irgendwas Ledriges haben. Ich möchte nämlich irgendwas so ein bisschen rockig. Ich möchte ein bisschen rockig sein. Klingt scheiße, aber ich finde irgendwie so Lederschmuck im Moment richtig. Ich mag Leder, ich möchte auch, ja auch gerne eine Lederjacke haben. Ich habe gestern 2 Lederjacken angehabt, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Also habe ich keine genommen und ärgere mich wahrscheinlich, dass, wenn ich mich entschieden habe, die Lederjacke dann schon weg ist. Das war nämlich so mit der Bettwäsche, die ich haben wollte. Seit Wochen, ach Quark, seit Monaten, renne ich um eine lila Leopardenbettwäsche. Klingt total scheiße, aber sie sieht wirklich gut aus oder sah. Seit Monaten renne ich drumherum, sollte eine 10 Euro kosten, mal 2 sind 20 Euro, plus Bettwäsche liegen wir bei ungefähr 30, 35 Euro. Und ich war echt zu geizig, mir diese scheiß Leder, nein, nicht Leder, diese Bettwäsche zu kaufen. Jo, dann hatte ich mich heute entschieden, hatte auch noch ein bisschen Geld über, gehe zu Teddy, gucke, ist diese scheiß Bettwäsche weg, ne? Ich habe mich wirklich geärgert. Und das letzte Mal, als ich da war, vor 2 oder 3 Wochen, gab es noch 4 Stück. Also irgendjemand hier hat jetzt 4-mal Leopardenbettwäsche. Männer, wenn ihr jetzt irgendjemand kennt, der eine lila Leopardenwäsche von Teddy hat, sagt mir das sofort. Ich will die haben. So, dann wieder von Taco. 1,99. Ein Schwalbenkopftuch, hätte ich was gesagt. So ein Haarband. Hier für so. Also für so dann, ne? Ich habe mir übrigens hier mal die Haare gemacht. Richtig schön hier so runtergeflochten. Wenn ihr ein Tutorial sehen wollt, ich versuche das mal. Ich weiß aber nicht, ob ich das drauf kriege.
Aber ihr müsst mir das sagen, weil sonst mache ich nicht. So, 1,99. Ich fand das nämlich, irgendwie hat es mich angesprochen. Ich habe übrigens mittlerweile einen Tätowiertermin, den ersten seit 29 Jahren, dass ich mich auch wirklich durchgerungen habe, das mal zu machen. Ich bin so stolz auf mich. Ich hoffe, ich gehe auch hin. So. Und ja, ich weiß, es kommen jetzt wieder Fragen. Was lässt denn ihr tätowieren? Ich sag's jetzt einfach noch nicht, weil sonst muss ich das wieder erklären. Und ich kann das schlecht erklären, weil es irgendwie doof zu erklären ist. Ich werde euch Bilder zeigen, wenn es soweit ist. Allerdings darf ich leider Gottes während des Tätowierens nicht filmen. Leider. Hab schon gefragt, ist nicht. So, dann brauchte ich ganz, ganz, ganz dringend eine neue Wimperntusche. Wenn ihr die habt oder kennt, sagt mir mal bitte, ob die wirklich wasserfest ist. Ich habe sie jetzt noch nicht getestet. Ich brauche nämlich auf jeden Fall eine Wimperntusche, mit der ich schwimmen und tauchen kann, mit der ich heulen kann, wo ich mir auch mal ins Auge batschen kann und ich nicht gleich hier aussehe, als ob ich voll der Emo wäre. Eine wisch- und wasserfeste Mascara. Und glaubt mir, Leute, ich habe schon ganz viel ausprobiert und ganz viel ging ganz doll ins Gesicht. Und zwar in schwarz die Wangen runter. Das war nicht schön. 2,45 bei Rossmann. Und zwar ist das die Get Big Lashes. Weil die I Love Extreme gab es nicht mehr. Auch da wieder seit Wochen renne ich und will mir diese neue Wimperntusche kaufen, weil meine ja schon sehr nicht mehr so ist. Komme da hin und dann war sie ausverkauft. Es ist immer so. Immer wenn ich was haben will, ist es nicht mehr da. Dann hatte ich Glück. Also mein Glisskur Sprühhaaröl-Zeug ist alle, fast, also ist nur noch so ein Pups drin und ich kaufe mir jetzt nur noch Produkte, wenn die anderen wirklich fast leer oder schon alle sind. Habe ich mir vorgenommen, sonst kann ich mir nämlich eine neue Wohnung suchen mit einem extra Raum für Kosmetik und Klamotten. Das geht auf Dauer nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, von da habe ich mir jetzt dieses Hair Therapy in Oil Care Nervpflege geholt. Das hat gekostet am Angebot diese Woche 1,45, 1,49. Es riecht komischerweise ähnlich wie das von Glisscore. Ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Ich finde, meine Haare sehen nicht mehr ganz so scheiße aus, seit ich dieses Ölzeug nehme. Also nicht dieses, sondern das andere. Und ich möchte mal gucken, ob das mit dem so bleibt oder vielleicht noch besser wird. So. Dann habe ich mir wieder bei Taco, also immer noch, diese wunderschöne Kette gekauft. Ich habe momentan wieder keinen Silbertrip, aber ich fand sie schön und musste sie haben. Und ich habe auch nur eine lange silberne Kette. Und ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil es echt laut ist. Das Ganze hat blöderweise 2,99 gekostet. Da habe ich mich wieder angeschissen. Ich dachte, die wäre günstiger. Und zwar ist die so lang. Haha. Und irgendwie fand ich die schön, weil die so ein bisschen dicker, robuster, ein bisschen nach Ghetto aussieht, aber jetzt nicht deshalb. Ich weiß, ich mag sowas. Ich weiß auch nicht warum. Im Moment habe ich so einen ganz komischen Trip. So, das absolute Gegenteil zu meinem komischen Leder, dicken Schmuckscheiße. Entschuldigung. Ja, ich habe im Moment einen ganz widerlichen Ausdruck momentan. Es tut mir auch leid. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. So, dann mal was ganz anderes, also quasi das absolute Gegenteil. Von H&M, da war ich nämlich gestern, für 2,95 habe ich mir diese Plümchen gekauft. Und zwar kann man sich die einmal so in die Haare klippen oder an eine Bluse oder sonst so hin, an Schlipper oder so. Und die habe ich passend gekauft zu einem Kleid, was ich euch noch zeigen möchte. Das ist ein absoluter Traum, ist aber noch nicht das Highlight meines Einkaufs. Und zwar... Da war ja nicht mehr drin. Achtung, er kommt. So, guck mal. Das ist das Kleid. Es ist wirklich knallekreischpink. Aber nicht neonpink, sondern so ein anderes, so ein lila Pink. Hat hinten hier diesen komischen Ausschnitt, hätte ich fast gesagt. Es ist gerade auf links, es sieht ein bisschen blöd aus. Hat in der Mitte so eine Raffung, da werde ich dann einen Gürtel drum machen. Und hat so einen ganz schönen, feinen, weichen, feinen Stoff. Hat gekostet 10 Euro von 25 runtergesetzt. Ich habe schon Sportsachen an, nicht lache. Und das war es auch schon. Ach nee, jetzt kommt ja das Highlight, hätte ich ja fast vergessen. Oh Gott, schon 15 Minuten gequakt und irgendwie kaum zum Punkt gekommen. Und zwar
Wir haben so einen typischen Schuhklamottenladen. Ich weiß auch immer gar nicht, wie ich die nennen soll, ohne dass sich das doof anhört. Und da habe ich mir diese Schuhe gekauft. Und zwar war das auch wieder so etwas. Ich gehe in ein Schuhgeschäft, sehe diese Schuhe, denke, boah, geil. Meine Größe, das letzte Paar, und das war vor ungefähr 4 Wochen. Und ich habe sie mir natürlich nicht gekauft, weil sie sollten 22,50 kosten oder so. Ich habe sie mir nicht gekauft, weil ich mir dachte, ach, naja, der hat bestimmt welche auf Lager, bla bla. Und dann bin ich gestern nochmal da gewesen. Die Schuhe in meiner Größe, das letzte Paar, standen noch immer da. Und es gab sie noch, ich habe sie anprobiert, sie sind pervers bequem, sie sind wirklich sehr, sehr bequem. Zumindest im Laden für die 5 Minuten, wo ich sie anhatte. Und ich dachte mir, komm, bevor du weinst, dass sie wieder weg sind, habe ich sie mir gekauft. Die haben so eine rote Sohle. Das muss so sein, das ist irgendwie ein Emblem. Fashion steht da drauf. Nee, Eschen, nur Eschen, nicht Fashion. Und ja, also wie gesagt, sie sind sehr bequem. Ich werde sie jetzt die Tage mal wirklich tragen und gucken, ob sie das auch wirklich auf Dauer sind. Das war's. Meine Schätze und ich, wir sagen auf Wiedersehen. Wie gesagt, wer lustig ist, kann mich mal abonnieren, weil Sport und Fitness. Wie gesagt, es gibt ein Projekt, was ich hoffentlich in den Ferien umsetze, also quasi ab dem 23.07. Ihr wisst ja, dass ich das mache. Ich hatte sowas nämlich schon mal vor, habe es dann nicht gemacht. Und dann gab es ganz böse Briefe, also E-Mails. Und dann habe ich mich ja dazu genötigt gefühlt, es trotzdem noch nachzuholen. Allerdings hat es damals leider nicht so geklappt, wie ich das vorhatte. Aber der Plan steht jetzt und ja, dürft gespannt sein. So, das war's. Habe ich was vergessen? Nein. Übrigens nochmal Hallo an alle neuen Abonnenten. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr alle da seid. Und ja, ich hoffe übrigens, dass meine Videos weiterhin bei euch irgendwie angezeigt werden. Bei dem letzten Gliss-Kur Shampoo Review Video habe ich irgendwie kaum Klicks, dass das irgendwer gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das untergegangen ist oder so. Oder ob das Titelchen einfach scheiße war, das weiß ich nicht. Wenn ihr irgendwas auszusetzen habt, dann schreibt mir das doch bitte wenigstens, damit ich das weiß. Dann werdet ihr nämlich so eine Review nicht mehr sehen. Dann muss ich mir die Mühe nicht machen. Hier geht der Schuh kaputt. Oh nein! Na gut, in dem Sinne, einen traumhaften Tag. Der kleine Freitag ist ja bald vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!